Wir möchten männliche Vornamen und Achtung, wir haben eine Einschränkung. Ein N soll am Ende dieses Vornamens stehen. Insgesamt haben wir 10 Lösungen. Das heißt natürlich auch eine reichhaltige Auswahl. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Name männlicher Natur mit N zum Schluss dabei ist und Sie gewinnen viel Geld plus einen Sachpreis Ihrer Wahl, ist riesengroß. Ich habe hier, bevor wir das Spiel starten, so viel Zeit muss sein, einen Lösungsumschlag, damit niemand hinterher sagt, ja, ja, jetzt sagen die einfach irgendwelche Namen. Nein, die sind von vornherein festgelegt. Mein Tipp für Sie, wenn Sie noch nie mitgespielt haben, nochmal, welche Namen wir hier haben. Wer männliche Namen mit N zum Schluss hat, sollte uns anrufen. Hier ist die Telefonnummer, unter der Sie mich kontaktieren können. Das ist die 01379444222. Und natürlich bietet Kabel 1, meine Damen und Herren, den wunderbaren Service an, auch eine kurze Mitteilung an uns zu schicken. Gerne Blanco an 3x4 und 3x2. Der Erste, der jetzt hier bei mir im Studio landet, kann schon gewinnen. Wer ist denn da? Ja, mein Name ist Antje. Ich grüße Sie. Welchen Namen haben Sie sich ausgedacht? Mal sehen, ob der dabei ist. Namen. Ja, ein Namen männlicher Natur mit N zum Schluss. Ja, Norman. Und Norman ist dabei. So einfach ist es hier beim Kabel 1 Filmquiz heute zu gewinnen. Sie haben gewonnen. Fernseher ist noch da, der Biermax ist noch da. Wii von Nintendo, die Spielekonsole ist noch da. Saeco Kaffeeautomat ist noch da. Die Navigationssysteme sind noch da. Und von den meisten schönen Toppreisen sind sogar 2 dabei. Haben Sie Lust? Haben Sie gesehen? Ein Anruf. Weiß nicht, wie oft sie sich jetzt eingewählt hat, aber es ging ja so schnell. Auf alle Fälle eine Lösung und ein Gewinn. Und das können Sie auch. Norman ist weg. Wer hat noch einen männlichen Vornamen mit N zum Schluss? Herrschaften, wir starten in eine zweite Runde. Seien Sie genauso schnell, denn heute können Sie sich Ihre Träume erfüllen bei mir. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Boah, 150 Euro, meine Damen und Herren. Und natürlich der Sachpreis. Ich kann immer wiederholen, was für tolle Preise heute auf Sie warten. Unter anderem dabei die Sony Cybershot. Also die finde ich sowas von gigantisch. Ich bin persönlich sowas von scharf auf dieses Ding. Aber das ist natürlich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern daheim vorbehalten. Und auch von LG, unser Flachbildfernseher. Haben Sie dieses schöne Gerät gesehen, welches Sie heute gewinnen können? 32 Zoll, beste Bildqualität für Fernseh, nahezu Kinogenuss zu Hause. Holen Sie sich einen Fernseher, ein Handy, ein Navigationssystem in schnellen Runden. Schon wieder zugeschlagen. Wer ist denn jetzt da? Hast du an? Ja, ich grüße Sie. Geht's Ihnen gut? Ja. Na, das ist doch wunderbar. Welchen Namen haben Sie mitgebracht? Christian. Der Christian, und der ist dabei. Das gibt's doch nicht. Jeder, der heute hier zu mir kommt, hat schon einen knackigen Gewinn. 150 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kurz. Wir haben 2 Anruferinnen hier bei mir gehabt, innerhalb kürzester Zeit. Beide haben eine Antwort gegeben, beide Antworten waren richtig. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Jeder kann heute gewinnen. Haben Sie noch einen männlichen Vornamen mit N zum Schluss? Denn rein in die Leitung, bevor ein anderer Ihnen vielleicht den Fernseher wegschnappt. Dieser Eco-Kaffee-Anlage und die Cybershot, die Navigationssysteme, was wir alles haben. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1, wir starten jetzt. Also wunderbar, dass gleich Norman und Christian dabei waren, denn wir suchen ja männliche Vornamen mit N am Schluss. Die wurden vorher festgelegt, hier ist mein Lösungszettel. Und zufälligerweise waren beide Namen, die wir bislang gehört haben, dabei. Wir haben extrem schnelle Runden, fällt Ihnen das auf? Hier beim Kabel 1 Filmquiz kann jeder mitspielen, der 18 oder älter ist. Sie setzen sich aber bitte ein Limit. Das ist ja Wahnsinn, was ist denn heute hier los? Ist da schon wieder jemand? Ja. Ja, wer ist denn da? Okay. Ich grüße, was haben Sie für eine Lösung? Konstantin. Konstantin, da schaue ich mal nach. Und der Konstantin ist leider nicht dabei. Tut mir leid, gibt aber was Schönes. Bleiben Sie in der Leitung und wir starten erneut in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Ich habe den Anrufer leider nicht auf dem Ohr. Ich will nur über das Studio. Vielleicht kann man das nochmal gucken. So. 01379444222. Unsere Telefonnummer. Anrufen und mit... Fabian. Und endlich, natürlich ist Fabian dabei. Ah, herzlichen super. Glückwunsch. Oh. Hier ist die Marion. Marion, meine Süße, bei dir auch der Fernseher auf Platz 1? Ja, sicher. Ja, obwohl Navigationssystem, Cybershot-Kamera. Auch nicht schlecht, ne? Ach, wir haben so tolle Preise, wirklich, da krieg ich Gänsehaut. Was hast du raus? Jon. Nein, schade, der ist nicht dabei und ich hätte es dir so gegönnt. Oh, bleib Gott. In der Leitung, 10 Euro gibt es trotzdem, ja? Danke. Also, das Köpfchen nicht hängen lassen. Ich weiß, jeder will diese Preise haben. Sie sollen sie auch haben. Männlicher Vorname mit N zum Schluss. 3, 2, 1 und bitte. Das Tolle ist, jetzt ist es soweit. Eben musste man ein bisschen raten und Sie mussten das Glück haben, wirklich einen männlichen Vornamen zu finden und zu treffen mit N zum Schluss, den wir vom Kabel 1 Filmquiz vorher festgelegt haben. Jetzt ist alles anders, denn jetzt
wird jeder mit einer richtigen Antwort, der zu mir kommt, auch gewinnen. Aber es wird auch schwieriger. Worum es geht, das verrate ich Ihnen jetzt. Hier ist unser Spiel. Sie sehen, meine Damen und Herren, ein Spiel, das nennen wir im internen Fachgebrauch Platzhalter. Was bedeutet das? Wir suchen jetzt ein Wort der deutschen Sprache, bestehend aus exakt, können Sie nachzählen, 5 Buchstaben. Zwangsläufig, das ist von uns vorgegeben und deswegen sind Sie in der Antwortfindung sehr eingeschränkt, muss der Buchstabe B immer Anfangsbuchstabe sein. Und Achtung, Ihr Wort, bestehend aus 5 Buchstaben, muss mit E aufhören. Als Beispiel haben wir Ihnen gezeigt die Bande. Bande hat 5 Buchstaben, fängt mit B an, hört mit E auf. Dann zweite Runde, haben wir schon mal als Beispiel vorgegeben, die Butze. Was nämlich ganz wichtig ist bei diesem Spiel, und das bitte ich dringend zu beachten, Sie dürfen keinen Buchstaben der Vorantworten in die gleiche Spalte setzen. Das heißt, durch Bande und Butze darf an zweiter Stelle in Ihrer Lösung in der dritten Runde kein A und kein U mehr vorkommen. N und T an dritter Stelle sind No-Go, D und Z sind auch weg. Und jeder mit einem gesunden Menschenverstand und einigermaßen ein bisschen Intelligenz ausgestattet, merkt jetzt schon, oha, die fangen ja richtig schwer an. In der dritten Runde beginnen wir. Keine Namen, keine Marken. Wir bleiben stets im Singular, sprich in der Einzahl. Und meine Damen und Herren, wir bleiben, halten Sie sich fest, bei 500 Pfeffers. Ich verbeuge mich, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bleiben Sie gesund, denken Sie dran, eine Woche Pause beim Kabel 1 Film. Und jetzt gehe ich ins Bett und sage Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen, Ihre Anna Hesch. Tschüss.